gerade so ein bisschen wie Klassenfahrt, Jugendherberge, und wir warten auf die, die noch weitergezogen sind und feiern waren. Denn unser Bus ist schon hier und wir wollen jetzt gleich zur Panda-Station. Aber wir müssen noch warten, dass wir vollständig sind, und dann geht's los. Aber es klingt schon so, als wären wir jetzt hier schon ein paar mehr. Da wartet auch schon der Rest. Bei McDonald's gemacht, und wir haben gedacht, wir bleiben jetzt einfach noch hier und gucken uns mal um. Wir sind gerade so im Shopping Center und dann kommen wir zur Not halt mit dem Taxi zurück. Aber wir wissen auch nicht so genau, wo wir jetzt genau sind. Aber ich sehe hier ein H&M. Wir orientieren uns jetzt erstmal und dann gucken wir mal, was hier so Schönes gibt. China ist auf jeden Fall bis jetzt das kontrastreichste Land, das ich bis jetzt gesehen habe. Denn man läuft irgendwie durch so sehr skurrile Gänge und möchte nicht wissen, was hinter den Mauern passiert. Dann dreht man sich um und hier sind schöne rosa Blümchen, und das ist total verrückt. Also es ist wirklich so, ja, von einer auf die andere Sekunde ändert sich das ganze Stadtszenario. Wir haben uns ein bisschen erholt und sind jetzt aber auch schon eine Weile hier auf dem Turnier. Und ich habe auch das Pferd Concero schon besucht. Und jetzt werde ich ihn noch ein bisschen reiten. Der Pfleger hat ihn schon fertig gemacht, und mal gucken, wie es so läuft. Aber ja, wie es wirklich läuft, wird sich dann ja morgen herausstellen. Wake up at your place. Wake up at mine. Same question always. I'm getting tired. We could have breakfast, counting your freckles, close to the west coast. How about that? Why don't we just get a place together? Mornings in our own bed, so much better. Balconies and bathtubs. What you want? Why don't we just get a place together? Wrap my arms around you, 'cause you sweep me off my feet. Girl.
you know that there ain't nobody moving like you. You know you got me. I love the things you do. Maybe I'm getting into trouble, but I just wanna be. Wir sind in einem Bier-Bar-Restaurant gelandet und hier ist ein Kühlschrank und dann kann man sich sein Getränk nehmen und es gibt so verrückte Biere. Und dann geht man einfach da vorne, bezahlt es, beziehungsweise hier stand schon einer, der es mitgenommen hat. Und jetzt werden wir unser Bier trinken und das Ganze genießen und essen und Fernsehen gucken. Also hier läuft ein bisschen Fußball, vielleicht auch Karaoke singen. Also wir haben noch einen coolen Abend vor uns und ich werde euch noch ein bisschen weiter mitnehmen. Opposites attract, guessing everybody knows. Fire on the floor, sticking out the door. We're just getting started, lady. Now I really want some more. Es ist jetzt zwar schon Montag, aber da ich gestern gar nicht mehr weiter gevloggt habe, warum ich nicht gestartet bin, muss ich das jetzt nachdrehen und schneide es euch jetzt halt an die richtige Stelle. Leider konnte ich dann den zweiten Start nicht reiten oder den zweiten Start nicht wahrnehmen, da man sich am ersten Tag qualifizieren musste und diese Ausschreibungsänderung war noch nicht so ganz überall angekommen. Das war sehr ärgerlich, denn vom geplanten 3 Starts konnte ich dann leider nur 2 Sprünge am Ende machen. Ich habe mich sehr über mich geärgert, dass ich am ersten Tag nicht besser reagiert habe, als ich das erste Mal zu groß gekommen bin und dann beim zweiten Mal einfach zu passiv rangeritten bin, weil ich dachte, okay, es war ja einfach zu groß, ich reite jetzt neu an und dann wird das schon klappen, weil er ja auch draußen sehr gut sprang. Es war natürlich wirklich sehr ärgerlich. Ich habe hier zwar trotzdem viel lernen können, aber ich hätte es für mich auch gerne nochmal besser gemacht. Aber so ist das manchmal und wir hatten ja trotzdem hier eine sehr, sehr coole Zeit und ich würde sagen, ich lasse das Video jetzt weiterlaufen und dann sehen wir uns gleich nochmal, denn für uns geht's jetzt gleich schon los mit dem Flieger. Wir haben angefangen die Kooperation 2010 mit dem Beijing International Equestrian Club. Es war zunächst 3 Turniere außerhalb von Peking in Caiyu, einem kleineren Stadtteil, und hat sich über die Jahre, jetzt mittlerweile bis 2018, die Kooperation verfestigt im Rahmen der Turniere und der Betreuung der Pferde. Genau, neben der Vermarktung und Betreuung der Turniere helfen wir auch bei der Betreuung der Pferde, da wir auch immer wieder Reiter aus Europa einladen, die hier den Sport auch demonstrieren. Und da gehört es natürlich auch dazu, neben dem Verkauf der Pferde aus Deutschland auch eine gewisse Betreuung der Pferde sicherzustellen über eine Beratung der Pferdehaltung, Fütterung. Und dazu sind fast das ganze Jahr über auch Leute aus unserem Netzwerk aus Europa hier, sprich Schmiede. Es ist ein Schmied fest angestellt. Es kommen regelmäßig Trainer aus Europa, sowohl für das Training der Pferde als auch der Reiter, die dann halt dafür sorgen, dass die Pferde bestmöglich fit sind zum Turnier. Es ist einfach spannend, wie sich der Reitsport hier in China entwickelt hat. Also als wir angefangen haben, war es
ja, der große Preis auf einem 1,35 Meter Niveau. Heute haben wir es gesehen, es war schon ein reelles 1,50 Meter Springen. Und gerade über die Jahre, wie viele Pferde hier dazukommen, wenn man sieht, gerade auch wie die Nennungszahlen zunehmen in den Jungreiterprüfungen, bei den Junioren, das ist schon, das ist toll zu sehen und es insgesamt kommt wirklich eine neue Generation heran, auch an talentierten Reitern. Und das wird sich sicher auch irgendwann, wir sprechen noch über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren, auch auf Championaten irgendwann bemerkbar machen. Wir sitzen jetzt im Flieger und sonst geht's gleich nach Hause und wir haben das Glück, dass wir jetzt zurück Business fliegen. Das heißt, es ist alles sehr komfortabel und ich werde die Zeit nutzen, um Videos zu schneiden, denn wenn wir zu Hause ankommen, ist ja abends und würde ich jetzt die ganze Zeit schlafen, dann würde ich ausgeschlafen abends in Deutschland ankommen. Deswegen nutze ich die Zeit, um Filme zu gucken, Videos zu schneiden und ein bisschen was zu genießen, dass wir hier sein dürfen. I'm on my way now. Den langen Flug überstanden und wir haben auch Tim wieder getroffen. Und Patrick, der wartet hier auch. Mich haben sie auch wieder getroffen. Ja, und jetzt dauert das nur noch so, wenn wir im Flugzeug sitzen, ungefähr eine Stunde, bis wir dann in Bremen unseren Koffer entgegennehmen können. Hoffentlich dauert es nicht viel länger und dann geht's nach Hause. Ich freue mich. Heute werde ich ja die Tiere, also die Katzen und den Hund wiedersehen und morgen geht's dann zu den Pferden.